wirklich. Es tut mir wirklich leid, wenn du Angst vor mir gehabt hast. Aber ich kann es einfach nicht sehen, wenn dich jemand so anmacht. Dafür liebe ich dich einfach zu sehr. Wieso hast du das über das Fernsehen gesagt und nicht zu mir persönlich? Ich möchte dir doch was bieten. Es geht um unsere Zukunft. Ja, aber ich will nur dich und nichts anderes. Ich liebe ihn, aber muss ich deswegen mit ihm ins Bett? Ich bin mir sicher, wenn man sie so ein bisschen ermutigen würde, dann käme alles in Ordnung. Also ich würde Caro sofort helfen, wenn ich wüsste wie. Und wie kommt es, dass ich immer die beste Lösung dafür habe? Was vergessen. I have a dream and I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together. Friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Wir sind eingesperrt. Komisch. Was nennst du komisch? Ist doch nicht so schlimm. Morgen früh wird uns schon jemand rauslassen. Das ist doch kein Zufall. Ja, was denn sonst? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Nein. Ob ich das will, interessiert dich überhaupt nicht. Du sperrst mich einfach ein. Ich hab dich nicht eingesperrt. Ich weiß auch nicht, was mit der Tür los ist. Du lügst doch. Bitte, Caro, glaub mir. Fass mich nicht an. Ich hab gedacht, du wärst anders. Die liegen sich bestimmt schon in den Armen. Meinst du, es war eine gute Idee, die beiden einzuschließen? Caro traut sich doch sonst nicht mit David zu schlafen, obwohl sie es will. Naja, wir haben einfach nur ein bisschen nachgeholfen. Ist doch nicht schlimm. Wenn die rauskriegt, dass wir das waren, dann reißt die uns den Kopf ab. Ach was. Die sind bestimmt schon im 7. Himmel. Na, hoffentlich. Die Türklinkennummer hat ja schon mal nicht geklappt, als ich dich und Harry im Pinguin einschließen wollte. Quatsch. Denen geht's total gut. Verliebt mit allem drum und dran. Ich wäre auch mal gerne wieder verliebt. Neidisch? Danke. Ein bisschen schon. Ist doch alles so romantisch. Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch, der erste Kuss. Die erste Nacht. Frühstück im Bett. Und alles voller Grüne. Ja, ja. Verliebt sein ist cool. Mhm. Ich muss jetzt auch ins Bett. Okay. Bis morgen. Ja, bis morgen. Ach, Fritz. Wir sind ein richtig gutes Team. Die beiden werden uns bestimmt ganz schön dankbar sein. Okay. Und eins und zwei. So, und jetzt alles ausschütteln. Gute Nacht. Das war's. Aerobic um die Zeit, es ist mir einfach zu spät. Tja, du musst einfach regelmäßiger kommen. Ja, sag das mal meinen Patientinnen. Lukas hat mir die Geschichte mit dem Kleid erzählt. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Ich bin echt eine schlechte Freundin. Ach, ich habe mich da total in was reingesteigert. Naja, also wenn ich mir vorstelle, bei Lukas liegen plötzlich Seidenstrümpfe rum und ein Kleid und so, würde ich auch ausrasten. Ja, ich war mir total sicher, dass Arnold mich betrügt. Ich habe ihn nicht mal ausreden lassen. Dabei wollte er mir die Sachen schenken. Also wenn Lukas nicht da gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt meine Sachen gepackt und wäre abgehauen. Sag ihm nochmal Danke. Hm? Ja, mache ich. Und mit dir und Arnold ist wieder alles klar? Ja. Ich habe mich sehr über das Kleid und die Strümpfe gefreut. Nur ein Problem bleibt. Das Kleid ist zu groß. Spaziert. Mist, so ein Sauwetter. Wer sagt denn sowas? Ich.
Hi, bist du gekommen, um mir beim Abräumen zu helfen? Nein! Naja, war dann nur eine Frage. Hi! Tut mir leid, dass ich vorhin so abgehauen bin, aber ich musste mit Thorsten reden. Na und? Er muss wieder vertragen. Ich verstehe dich nicht. Thorsten ist ein primitiver Schläger. Der verprügelt wehrlose Leute. Stehst du auf sowas? Was ist mit dir los, Harry? Ach, nichts. Also was ist jetzt mit der Idee mit dem Musikproduzenten? Ich weiß nicht. Charlotte, das ist deine Chance. Mann, Hector Kaniewski ist während der Szene. Du musst ihm nur was vorsingen. Ach, ich könnte dich fressen. Hi. Ach ja, Charlotte kocht heute was für mich. Was ganz Besonderes. Hast du Lust? Nein, danke. Wirklich schade. Tschüss, Harry. Tschüss. Arnold lässt sich ganz schön Zeit mit dem Einziehen, oder? Hm. Er nimmt sich immer wieder vor, die Kartons auszuräumen und dann ist er doch zu faul. Entschuldigung, kann ich mir den Schirm ausleihen? Ich glaube, es wird gleich regnen. Ja, natürlich. Hier. Danke. Ciao. Ciao. Ist was? Die standen gestern in der Diele, da wo das Kleid und die Strümpfe lagen. Hab ich's doch gewusst. Was denn? Arnold wollte mir weismachen, dass ich mich irre. Verstehe ich nicht. Na, ich hab ihn noch gefragt, wo er sie hingeräumt hat. Und er tat einfach so, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Mhm. Das sind die Schuhe. Warum belügt er mich? Halleluja, da kommt ja ganz schön was runter. Oh. Nein. Da sagt man nur nach Mitternacht essen. Sonst wirkt es nicht. Hast du eine Ahnung, es wirkt schon. Ey, wenn du so weitergehst, besalze ich das ganze Essen, okay? Bin schon weg. Okay, brave Junge. Wie konnte ich dir sowas bloß schenken? Du musst einen völligen Knall gehabt haben. Nur ein kleines Knall. Aber trotzdem. Es stimmt. Ich boxe wirklich nur für dich. Und ich siege nur für dich. Und du? Was machst du nur für mich? Ich koche nur für dich. Oh. Caro, du musst mir einfach glauben. Ja, es stimmt. Ich hab den Schlüssel von Fritz. Aber am Türgriff habe ich nicht rumgefummelt. Ehrlich. Das ist wirklich ein blöder Zufall. Ich wollte doch nur einen schönen Abend mit dir. Kerzen, Sekt, das wolltest du doch auch. Du sperrst mich ein, um mich ins Bett zu kriegen. Ich glaube, ich spinne. Quatsch, sowas würde ich nie tun, das weißt du auch. Ich liebe dich doch, Caro. Du? Auf dem Stuhl ist es ziemlich unbequem. Dann penn doch auf dem Boden. Caro, ich kann so nicht einschlafen. Dann eben nicht. Prost, Caro. Prost, David. Frag ihn, was das soll mit den Schuhen. Ich kann das nicht. Das letzte Mal hat sich auch alles aufgeklärt. Das letzte Mal hat er mich belogen. Er hat behauptet, die Schuhe existieren gar nicht und jetzt finde ich sie bei mir im Schirmständer. Das ist doch lächerlich. Ja gut, aber du musst ihm wenigstens die Chance geben, es irgendwie zu erklären, oder? Und wenn er doch eine andere hat? Ach komm, Tamara, denk nicht immer das Schlimmste.
Hallo Arnold. Hallo. Ja, ich muss auch gehen. Also, tschüss. Tschüss, oh. Arnold. Mhm. Tschüss. Hey, ist was passiert? Wieso? Weiß nicht, du siehst so traurig aus. Schön, dass du da bist. Du kriegst auch nie genug, ne? Ich bin halt unersättlich. Und was ist mit Boxen? Boxen? Was ist das? Du machst mich süchtig. Aber ich hab diesmal doch nichts im Essen getan. Oh, du bist einfach so sexy. Deine Haut, deine Schultern und deine Ohren. Oh, deine Nase. Deine Augen und dein Mund. Mach bitte deine Augen auf. Nee, die höre ich ja gar nicht mehr auf. Oh nein, das gibt's doch nicht. Sie hören uns nicht, gutes Zeichen. Also, guten Morgen, Zimmerservice. Oh, ich hätte da auch mit reingezogen. Das ist ja das Allerletzte. Aber Caro... Warte! Hallo, David. Das Frühstück ist da. Ihr habt die Türklinke rausgezogen, oder? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir wollten doch nur, dass ihr ungestört seid. War nicht so eine gute Idee, oder? Da, dein Schlüssel zum Glück. Caro will mich nie wiedersehen. Aber wir wollten euch doch bloß helfen. Bitte. Helft mir nie wieder, okay? Charlotte? Ich hab was für dich. Ein Geschenk. Weil wir uns wieder vertragen haben. Bitte. Ich singe nur für dich. Was soll das heißen? Gestern Abend hast du mich gefragt, ob ich auch was für dich machen konnte. Dann habe ich gedacht, ich singe für dich. Ins Pinguin. Alle sollen wissen, wir sind wieder zusammen. Oh Gott, ich liebe dich so. Was machst du da? Caro, es tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür. Ihr wart ja nur der Zimmerservice. Doch, wir haben euch eingesperrt. Fritz und ich. David kann gar nichts dafür. Ihr wart das? Das glaube ich einfach nicht. Du weißt doch genau, dass ich noch nie mit einem Jungen geschlafen habe. Und jetzt willst du mich dazu zwingen? Ich dachte nur, du traust dich nicht. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich schlafe dann mit David, wenn ich soweit bin. Und nicht dann, wenn du denkst, dass es soweit ist. Du hast ja recht. Du bist unmöglich. Bitte sei mir nicht böse. Ich wollte doch einfach nur, dass du mit David glücklich bist. Das war die schlimmste Nacht in meinem Leben. Es tut mir so leid. Weißt du noch, als ich mit Bob meine erste Nacht verbracht habe? Ich war so glücklich. Und ich wollte einfach, dass es bei dir ganz genauso wird. Das war mein Fehler. Jeder ist da anders, aber das habe ich doch vorher nicht gewusst. Ich verspreche dir, dass ich mich nie wieder bei dir und David einmischen werde. Okay.
Weißt du, wo er hin ist? Er ist unten bei Fritz in der WG und versteht die Welt nicht mehr. Kein Wunder. Er denkt, dass du schon Erfahrung mit Männern hast und ihn unattraktiv findest. Ich glaube, du musst ihm jetzt sagen, dass du noch Jungfrau bist. Ach, der lacht mich doch aus. Dann ist er aber nicht der Richtige. Gib das her. Was ist das? Nichts. Irgendein alter Kram. Aber an wen soll ich das erinnern? An niemanden. Aber das sind doch alles Frauensachen. Du hast sie extra aufgehoben. Wem gehört das? Meiner Schwester. Deiner Schwester? Ja, sie hat das Zeug bei mir vergessen, als sie umgezogen ist. Und jetzt habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Ist schon lange her. Du hast mir alles über deine Familie erzählt. Du weißt du das nicht mehr, als wir uns auf die Ausländerbehörde vorbereitet haben? Du hast doch überhaupt keine Schwester. Tamara, bitte, keine Fragen mehr. Vertrau mir einfach. Ich hab dich doch noch nie angelogen. Ach ja? Und was ist das hier? Nicht übel. Wer kommt denn? Thorsten. Der bekommt zum Frühstück Champagner. Ja, und ich singe jetzt. Du singst gleich? Ja, nur für Thorsten, weil wir uns wieder vertragen haben. Ja, und wie viel Uhr denn? Von Mitternacht bis 16:30. Nein, so genau wollte ich es nicht wissen. Ich meine, wann er kommt. Wenn er kommt, egal. Hi, Frau Glader. Ich bin ja so froh. Ich habe gerade Thorsten getroffen. Ja. Er ist so glücklich. Wir haben uns wieder versehen. Ich weiß, er hat es mir erzählt. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Sagen Sie mal, stimmt es? Thorsten hat mir auch erzählt, dass Sie etwas für ihn singen möchten. Ja, hoffentlich gefällt es ihm. Ich versuch's. Sie wissen überhaupt nicht, wie sehr er sich darauf freut. Sie müssen auch kommen. Klar, mach ich gerne. Also bis gleich. Ich zahle dann später, ja? So ist so eilig. Ja, ich hab was vergessen und versprich mir, dass du auf keinen Fall ohne mich anfängst, okay? Okay, aber beeil dich, ja? Muss Harry denn unbedingt kommen? Ich meine, Sie wissen doch, wie eifersüchtig Thorsten ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich meine, Thorsten hat selber Harry eingeladen für Abendessen. Er ist nicht mehr eifersüchtig. Aber die haben Sie recht. Also die Sache ist die, zuerst habe ich die Schuhe gekauft, aber dann hat mir das Kleid so gut gefallen. Dann habe ich gemerkt, dass die Schuhe aber nicht zum Kleid passen. Wieso passen die nicht? Weil sie nicht dazu passen. Und dann hast du sie in den Schirmständer gesteckt? Genau, und das hier ist auch völlig harmlos. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Blödsinn von einer Schwester erzählt habe. Aber es klingt halt so blöd. Das hier, das gehört einer guten alten Freundin von mir, von ganz früher. Aus dem Sandkasten? Naja, sozusagen. Da war nichts zwischen uns. Wir waren wie Geschwister. Tamara, du bist die erste Frau in meinem Leben. Und die einzige. Bei dir bin ich glücklich. Ich habe dich nicht betrogen und ich werde dich nicht betrügen. Das musst du mir glauben, bitte. Ich glaube dir. Ich liebe dich doch. Auf die schönste Frau von der Welt. Auf dich, mein Schatz. Ich muss mich kurz fertig machen, ja? Bist du denn das? Willst du noch weg? Später. Danke, Freunde. Aber leider singe ich heute nicht für euch. Oh. Aber für meinen Schatz, Thorsten. Lost a good job in the city, working for a man every night and day. But I never lost one minute of sleeping. I was worried about the
will keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. Warum bist du jetzt nicht mehr so auf mich? Bringt doch nichts. Ist ja eh aus zwischen Caro und mir. Mann, ich bin mir sicher, so schnell wirst du die nicht los. War nur ein Scherz. Sie hasst mich. Mann, David, glaub mir, das wird schon wieder. Du weißt doch, wer die Frauen sind. Hi, Caro, komm rein. Hi. Wirklich, Caro, es tut mir leid. Ja, schon gut. Wir hätten euch in Ruhe lassen müssen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Weißt du was? Ich werde mich nie wieder in dein Leben einmischen. Ist schon gut, Fritz. Weißt du, ich hatte nämlich Angst, dass du nicht mehr mit mir redest oder mit ihm. Willst du was essen? Oder was trinken? Nein, danke. Oh, sorry. Hi. Hallo. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich mich auch. Ich habe mich ziemlich blöd benommen. Aber du warst plötzlich so anders. Und dann das mit der Tür. Das war mein Fehler. Ich hätte dich vorher fragen müssen, ob du mit mir schlafen willst. Ich habe mich aber nicht getraut. Du warst irgendwie so unsicher. Ich weiß. Weißt du, wenn es das erste Mal für dich gewesen wäre, dann würde ich es ja verstehen, aber so? Willst du überhaupt mit mir schlafen? Ich meine nicht jetzt, sondern überhaupt. Wir lassen uns Zeit damit, ja? Alle Zeit der Welt. Darf ich mal? Du bist wirklich gut. Danke. Ich könnte mir da sowas vorstellen. Ein kleines Projekt, so zum Einstieg. Verstehe ich nicht. Nervt dich der Kerl? Entschuldig mal, darf ich vorstellen, das ist Hector Kaniewski, der Musikproduzent, du weißt schon. Oh, hallo. Ich bin ja schon eine Weile im Geschäft, aber dass sich jemand so eine Mühe für mich gibt, bin beeindruckt. Ich habe nur für Thorsten gesungen, wirklich. Ah, du hast ein besseres Publikum verdient. Ich hol dich hier raus aus dieser Hinterhofklitsche.